Ah, genau 5. Das passt doch perfekt. Alle 15 durch 2 sind. So, ich nehme den Wagen mal weg, ne? Damit du hier ein bisschen Baufreiheit hast. Ich stelle den mal einfach hier so hin. So. Ja, 7-7 ist das, okay. So, und ich gucke mir das mal mit den Kupfer an, mit den Spulen, ne? Guck dir das an. Ah ne, die Spulen sind, glaube ich, fertig. Ja, ich musste Nina vorhin ein bisschen bremsen. Böse Nina! Nein, Nina ist nicht böse. Nein, sie hat nur ganz viel Lust an Eco bauen, aber sie wusste, wie soll ich sagen, wir haben nicht so die Zeit, die sie vielleicht hat dafür und dann beißt sich das so ein bisschen, ne? Naja, Nina wartet halt aus und sie will gucken, wo wir bauen und dann richtet sie sich danach, ja. Aber das soll sie ja eben nicht. Wir richten uns ja auch nicht wirklich nach ihr, weil wir bauen da, wo wir frei haben. Finde ich zumindest, dass wir es so gerade machen. Genau, und jetzt brauchst du dieses andere Zeug, ne? Die Schaltkreise brauchst du noch, ne? Wie viel brauchst du davon? Sequit ist schon drin. 32 steht hier. Reicht das? Warte. Sequit ist schon als Projekt drin, meine. Ach so. Du musst das noch alles hinzugeben. Das war deine Aufgabe. Alles Projekt an sich ist schon da. Das war die Werkbank, ne? Was brauchen wir denn noch? Schaltkreise. Genau, hier. Substrat. Substrat kann ich aber auch nur hier herstellen. Ne, die hat er ja genug. Substrat ist auch als Projekt drin. Du brauchst 40 Exposé. Das hab ich gesagt, das mache ich dir, weil das ist mit Petroleum. Petroleum bin ich verantwortlich. Du brauchst Fiberglas. Für Fiberglas brauchst du Kunststoff, das mache ich, und du musst noch Glas herstellen, 24 Stück. Wo stelle ich die Glasdinger her? Im Kiln, also in der Werkstatt. Und du brauchst noch 200 Blattgold, die kannst du hier drin herstellen. Gold ist auch da, das kannst du alles vertragen. Da stehen mehrere Maschinen, das ist ja verwirrend. War das hier? Ja, ich habe das doof gelöst. Nein. Ich muss mir das auch... Ich habe mir das ja nie angeguckt hier. Das ist halt mein System. Bisschen unordentlich, aber bessert sich demnächst noch. Das jetzt so mache. Habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, Blattgold stelle ich doch aber in der Maschine her, die hier, wo das Projekt läuft mit deinen Schaltkreisen. Genau. Ja, bloß wenn ich da jetzt das Blattgold kann ich doch dann nicht herstellen. Die ist doch jetzt blockiert. Ja, klar. Nö, der arbeitet alles... Nein. Nicht blockiert, er arbeitet daran automatisch. Wenn andere Projekte pausiert sind, arbeitet er an das nächste, was möglich ist, weiter. Ja. Na klar. Ansonsten hätte ich den Sequit gestern nicht in 4 Stunden herstellen können. Guckt, Sequit an sich ist pausiert, Substrat ist pausiert und Fiberglas ist pausiert. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Blattgold herstellst, nimmt er das vierte Projekt und arbeitet daran. Wo sehe ich das? Whiting, der wartet auf Ressourcen. Na, und der Craft, den siehst du, Schaltkreis, Elektro, Fabrik, Glasfaser, Kunststoff und dann kommt Blattgold. Ja, nee, ich meine jetzt hier was von den Projekten, die hier drinne sind. Was ist damit? Na, hier ist es bei mir alles voll, Projekte, Schaltkreis. Ja, die sind da schon am Laufen und da musst du die Sachen noch produzieren. Du gehst auf Circuit unten und dann steht da Missing 200 Blattgold. Ach so, ja, das wusste ich ja gar nicht. Die kann ich ja hier durchschalten. Stimmt ja. Doch, das wusstest du. Und der braucht 200 Blattgold. Jetzt kann ich hier 200 Blattgold. Jetzt gebe ich hier, weiß ich, 200 ein. 50 ein. Und links steht ja 200. Ja. So, und jetzt fehlt ihm natürlich das Blattgold. Jetzt gehe ich rüber und hole das Gold. Richtig? Genau, und das ist das, was ich mit Substrat meinte. Substrat, da fehlt 40 Exposé, ja. Das stelle ich her. Und das Fiberglas stellst du an sich. Das Problem ist, ich habe mit dieser Maschine, ich kann aber nur einen neuen mitnehmen, also brauche ich einen Wagen. Meine große Karre, wo ist sie? Bei Fiberglas steht halt ein bisschen 24 Glas und das Glas... Ich mache jetzt erstmal das Blattgold und dann kümmere ich mich um das Glas. Den anderen Kram wie Kunststoff, was halt alles Petroleum ist, das mache ich halt. Petroleum dauert, ich glaube, 80 sind momentan in Produktion, das dauert 6 Stunden. Ja, es gibt ja hier auch Dinge, die dauern echt lange. Achso, ja. Jetzt kann ich ja hier einfach auf die, das habe ich ja letztes Mal so gelobt, geht das denn?
Oh, wir brauchen ja nur 50 Gold, ne? Dann reichen ja 100. Ich liebe diese Verknüpfung. Ich liebe sie einfach nur. Hier ist Metall drin. Haben wir denn noch eine Kiste? Da ist meine Karre. Haben wir denn hier noch eine leere Kiste? Da ist Metall drin. Ich will das ja nur auch nicht. Aber hier steht überall Eisen, Eisen, Eisen. Alles Eisen. Es gibt keine Goldkiste. Gold musst du halt nur 50 mitnehmen. Ich hab mehr mitgenommen. Bis ich soweit bin. Ja, dann lässt es eine Karre. Ich bring das dann später alles zurück. Nö, das ist nicht weiter schlimm. Das krieg ich ja auch hin. Warte. Kannst du auch. Weißt du, ich nehme ja auch gerne Arbeit ab. Lagerplatz. So. Jetzt hat er die 50 sich geholt und jetzt macht er das Gold, das Blattgold. So, und dann müsste ich ja jetzt die Karre wegnehmen können und die 50 wieder rüberbringen. Ha, ha, ha. Lerne ich endlich mal so die Kleinigkeiten. Ich habe ja gar nicht so sehr viel gebaut. Das hast ja alles meistens du gemacht. Na klar. Da. Kümmert sich ja meistens ums Kochen und Pausen in Staffel 2 und ich kümmere mich halt um das ganze Technische. Ja. Das passt ja auch zu mir. Jetzt packt er das Blattgold in den Wagen rein. Das ist gar nicht mal so doof. Ja, die muss ich da jetzt aber wieder hinbringen. Die habe ich mitgenommen. Ist die Verknüpfung nachher weg. Warte mal. Mal gucken, ob sie noch da ist. Goldflakes. Wer macht immer magst fleißig weiter? Magst du vielleicht ein bisschen Lamba anstoßen, so 100 Stück? Ja, mache ich. Ja, das haut hin. Lamba, das ist ja wieder da hinten. Ja, jetzt kriege ich Hunger. Den ganzen Abend habe ich keinen Hunger. Habe ich gedacht, okay, lässt der Armbrot ausfallen. Was passiert jetzt? Hunger, mein Armer ist kaputt. Habe ich mir auch vorhin gedacht. Ich gehe den erstmal heil machen. Schüsse Cornflakes knabbert und dachte mir so, jetzt bist du erstmal satt für einen ganzen Tag. Ja. Verzichtest mal auf den Armbrot. Nö. Das Auto steht immer noch so schön da. Oh, ich habe mir einen Fuß gebrochen. Blöd ist ja, ich kann momentan ja nicht einkaufen gehen. Ja, ist alles nicht so einfach, ne? Dafür hat man ja Gott sei Dank die Nothilfe der Mutter. Ja. Ja, wenn die Leute vom Amt halt länger brauchen, als man denkt, ne? Das wird wie letztens sein mit der Zusicherung, dass ich da höchstpersönlich hingehen muss und da ein bisschen antreiben muss, weil es steht als dringend drin und wir arbeiten das als ganz normal ab. Also 20 Werktage. Ich krieg ja, Entschuldigung, dass ich so ruhig war, ich krieg eben eine Mitteilung, dass ein Deutsch-Local-Ding-Pack installiert wurde. Das gab ein ganz großes Windows-Update. Wie viel Lamba brauchst du? 100. Ja, wird ein bisschen teuer. Achso, na dann muss ich 100 eingeben, oder, ne? Ja. Warte, lass mich kurz hören. Ja, wir werden schon 100 brauchen. Wenn es schön sein soll. So, Missing Holz fehlt. Und Lagerplatz. Das andere müsste verknüpft sein mit dem... Nur 180? Ist ja wenig. Mehr gerechnet. Ja, jetzt brauche ich noch 200 Holz. Erstmal liegt hier noch was vor der Tür. Das werde ich als erstes mal nehmen hier. Na, der eine Baum, den du ja entfernen wolltest, den können wir auch abkloppen. Ja, das mache ich auch gleich, denn nachher. Mache ich gleich, dann ist er gleich verarbeitet. Weil der hat dann jetzt auch keinen Sinn mehr, das haben wir ja festgestellt. Ja, wir wollen das ja anders machen. So. Ja, Beratung ist sehr wichtig, haben wir festgestellt. Ja, man muss sich immer abstimmen. Das ist im wahren Leben auch so. Halt! Nein, 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 nein. So rum. Kann es sein, dass es gerade dunkel wird? Ja. Soll ich mal ein paar Laternen aufstellen? Gucken, ob die Stromversorgung funktioniert. Ja, kannst du machen. Hübsch. Das Schöne ist, man kann alles problemlos abbauen. Das hat mich ja an Rising World so gestört, damals, als man das noch spielen konnte. Jetzt komme ich damit nicht mehr klar. Du auch nicht, ne? Rising World? Meinst du Rising World? Ach, tut mir leid, ich habe das mit Dead Rising gerade verwechselt. Ja, ist kein Zombie-Spiel, ist auch ein Aufbauspiel. Auch schon ein bisschen älter. Aber Rising World kann man ja Gott sei Dank jetzt alles wieder abbauen. Das geht ja. Aha. Haben sie wieder gepatcht.
Das hatte ich bei dir herausgefunden. Also, da musste man länger E gedrückt halten und dann. Ach ja, alles klar. Aber wenn man was sich verbaut hatte, ne, dann waren die Sachen weg. Wenn man das abgerissen hat. Und das hat mich ein bisschen gestört. Das ist zwar eigentlich sehr real so. Das ist dann halt weg, aber trotzdem hat es gestört. War lästig. Also ich habe zum Beispiel nicht weggefangen, die Blöcke, die ich verbaut habe. Die habe ich nicht wegbekommen. Ja, das ging früher. Kann auch sein, dass ich mich so doof angestellt habe. Das habe ich nicht hinbekommen. Ich habe ja gar nichts hinbekommen. Weil ich finde, das Bauen ist da auch sehr schwer, weil die Blöcke, die man herstellt, die sind so klein. Die sind wirklich, wirklich klein und damit sollst du dann ein riesen Haus bauen, wo ich mir denke, da brauchst du ja Jahre. Ich habe eine kleine Hütte gebaut damals. Mit einer Stube, mit einem Schlafraum, mit einem Lagerraum, mit Klo, weil ein Klobecken war schon drin. Im Spiel. So, 113 Holz fehlen noch. Ich denke mal, wir müssen noch mehr hacken. Das wird wohl nicht ganz reichen, aber das macht nichts. Holz haben wir ja. Nee, wir haben Holz da. Ja, ich hole mir erstmal das von hier ab. Ja, ich habe ja da ein bisschen. Ja, Holz hier, hier ist ja auch genug und wir können ja jederzeit Bäume nachpflanzen. Naja, hier genug wollte ich unbedingt nicht gerade die Bäume absammeln. Nein, da wo ich die immer hole, hier hinterm Wasserfall hier hinten. Und dann pflanze ich ja immer nach. Die sind ja alle wieder gewachsen. Hier bei uns bleibt erstmal. Das gefällt mir wirklich gut. Das war sonst so kahl aus, das gefällt mir so viel besser. Und oh, die Lampen machen aber auch ein Licht. Die sind schön. Schon das verbrauchen die gerade 700 Watt. Das ist unglaublich. Wir brauchen LED-Lampen. Weiß gar nicht, was man verbraucht an sich so eine Laterne im echten Leben. Ich glaube mehr als 100 Watt, ne? Ja, die haben vierstellig verbraucht. Dementsprechend waren auch die Kosten. Aber jetzt durch die LED-Lampen bei uns, wo in der Verwaltung, wo ich arbeite, da bei der die eine Investition hatte sich in ein Jahr gerechnet durch die eingesparten Stromkosten. Da hatten die noch so eine alten Lampen. Und zum Großteil lassen sich LED-Lampen auf bestehendem, also bei uns zumindest, auf bestehenden Masten auf nachrüsten. Da wird dann einfach oben das Lampenelement getauscht gegen ein LED-Lampenelement und gut ist. Ja, praktisch. Ja. Aber bedenkt, wie viele Laternen es auf der Welt gibt, was die alles an Strom fressen. Ja, ich habe aber neulich was gesehen, war das extra 3? Ich weiß das jetzt gar nicht so genau. Es geht natürlich auch, man kann das natürlich auch versauen. Dann kriegt natürlich wieder die Verwaltung die jeweilige Schuld, weil die haben ja keine Ahnung, die haben den Blödsinn gemacht, aber die leiden genauso drunter, weil den Blödsinn hat die Firma gemacht, die den Zuschlag gekriegt hat. Und Verwaltungen sind angehalten, immer das günstigste oder billigste Angebot zu nehmen. Und das sieht man dann, was dabei rauskommt. Und dann wird gelästert. Ne? Die haben ja keine Ahnung, die machen ja nur Scheiße. Ja, gar nichts haben sie gemacht, Scheiße. Sie haben sich an ihre Vorgaben gehalten und das ist halt dabei rausgekommen. Das vergessen aber viele immer. Heute in Dings, wo ich arbeite in dem Ort, hat in die Feuerwehr die Dings Antenne für den, die haben dann so eine Funkverbindung, ne, untereinander. Mhm. Da hat am Wochenende der Blitz eingeschlagen. Ja. Die Antenne hat es richtig zerlegt, die ist explodiert. Das Stockpile ist hier aber nicht erreichbar, ne? Nein. Nein, das kommt später noch hinter das Haus, damit das wieder erreichbar ist. Aber hinterm Haus müssen wir noch ein bisschen anpassen. Ja, den Boden, ne? Hm. So, ich nehme dann erstmal die mit. Ich pack die Lampe aber hier hinten rein, ne? Ach, hier wäre ja auch noch Holz gewesen, sehe ich gerade. Die Lampe, wenn du möchtest, die kannst du gerne nach hier vorne bringen, in dieses Steinstockpile packen, was ich hier gerade leere. Gut. Weil warte, ich verbrauche gerade den ganzen Pult brauchen wir ja hier hinten. Den hatten wir in einer Truhe drin, ne? Oh, da ist hier nicht mehr viel. Ich auch die ganze Zeit mit mir. Nee. Ja, den brauchen wir, um Lampe herzustellen zum Beispiel. So, und welchen Stein soll ich das packen? Oh, hier zu den Asphalt. Ach so, da hier kann das mit rein. Da bin ich ja gerade am Verbrauchen. Ja, okay. Guck mal, die Straße sieht doch ziemlich geil aus. Ja. Besonders mich hier mit diesen kleinen Ecken. Ach ja, Minecraft lehrt einen bauen zu können. Ja, das wird schon. Und dann die Beleuchtung dazu nachher. So, jetzt muss ich das Stockpile ein bisschen umlagern, weil sonst greift er wieder aufs Lambe zu. Das soll er ja nicht. Ach, da waren erst 10 fertig. Gut, 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 gut. Was waren 10 fertig? Lambe. So, dann ist das jetzt hier leer. Dann kann ich das hier noch mal ein bisschen ordentlich machen. Sonst gibt es wieder Mecker von Sebi. Das wollen wir ja nicht.
Es reicht mir schon, dass man den Stockpiles nicht richtig einordnet. So. Macht mir immer mehr Arbeit. Das finde ich aber auch geil. Übrigens, was zu meckern. Aber das Schönste ist, wenn Dying Light die Folge kommt, da wird Ultman sowas von meckern. Die Abschlussfolge. Da freust du dich drauf, ne, du Sack. Du wirst da sowas von meckern, also ich bin da echt schon aus der Ruhe gekommen. Und ich war da noch ziemlich ruhig. Hast du das denn bis zum Ende durchgespielt? Nee, ne? Nein, ich bin immer am Anfang gescheitert. Ja, das Problem bei Dying Light ist, das Spiel ist abgestürzt, als man in der Solo-Mission war. Und ich habe keine Spielstände. Die sind alle beim Sebi gespeichert. Er war ja immer der Horst. Ja, und nun haben wir ein Problem, ne? Ich müsste das ganze Dying Light zu Following müsste ich alleine nochmal durchspielen, um in die Endsequenz zu kommen. Ist nicht so wirklich schön. Aber wir haben schon eine Idee, wie wir das machen werden. Ich hoffe mal, dass wir das am Wochenende hinkriegen, dass ich dann das Ende aufgenommen habe. Weil das ist sowieso allein. Na, eigentlich kann ich ja sogar dabei sein. Ich logge mich unter dich ein, weil du loggst dich unter mich ein und ich mache das per Übertragung. TS haben wir eh, ich kann dir zuhören. Kann ja dumme Sprüche ablassen. Ja, das kannst du ja gut. Ich übrigens, hast du glaube ich von mir. Jetzt ist mir die Musik aber ein bisschen zu laut. Ich mach mal ein bisschen leiser, ne? Oh, mach ruhig. So. Das ist hübsch. So, Lumber läuft, ne? Das dauert halt noch ein bisschen. Was brauchen wir hier? Brauchen wir noch Treppen, ne? Ah ne, wir brauchen hier eigentlich nur die Steine. Aber das können wir dann mit den Grauen hier machen, ne? Und Asphalt, ja. Ach, Asphalt willst du nehmen, richtig. Ja, ist ja auch Straße denn alles. Hier auch für den Weg hier runter. Das meinte ich jetzt. Im Optischen würde ich sagen, ja, aber die Treppen sind halt nicht Asphalt. Nee, und da können wir doch die hier nehmen. Hier sind doch noch welche. Ich würde trotzdem halt dann nur die Treppen aus Asphalt machen, aus der Designperspektive. Ach so, dann mach, wie du das gerne möchtest. Ich lasse mich von deiner Arbeit überraschen. Was? Jetzt gucke ich mal nach meinem Blattgold. Versuch, möglichst schön zu bauen. Das ist nicht einfach. Nee. Und essen müsste Minecraft, ich auch, was sehe ich gerade. Ich auch. Minecraft kriegt das momentan jetzt gut hin. Und da habe ich jetzt ein bisschen mehr Baufähigkeiten erlernt über die... Wie lange gibt es Minecraft schon? 6, 7 Jahre? War ja auch bei den frühen Versionen auch mit dabei. Nicht bei der Beta, aber bei den frühen Versionen. Wir können bald mal wieder Tomaten machen, ne? Ja. Nimmt langsam ab. Können wir Werbung machen. Ulfried kommt wieder. Ja, das haben wir uns überlegt. Das wollen wir machen. Auf jeden Fall sogar. Denn da hast du viel Arbeit Da hast du viel Arbeit reingesteckt. Da können wir auch mal zeigen, wenn wir den Server erweitern, wie wir das machen. Das kann man auch alles in den Let's Play Ulfried dann reinnehmen. Zum Beispiel. Ja. Dann lernt Ultman auch so, wie ein bisschen Server-Sachen funktionieren. Boah, von mir aus gern. Crafting. Was kann ich schaden? Ach, hier sind noch gekochte Triebe drin. Ah, das macht ja nichts. Ich mach mal ein paar Shared Tomatos. Weil wenn wir dann wieder von Ulfried wieder auf den Aufnahmeserver wechseln, dann kann ich zum Beispiel sagen, macht Ultman mal da die Updates und die Konfiguration und so ein Kram. Teilen wir uns halbes Leid. Gar nicht so doof, die Idee. Ich habe 49, 3. Wie viel muss ich denn dann nehmen? Muss ich das jetzt durch 3 teilen? 30? 18? Ich hätte mal 100 nehmen sollen. Oh, es ist ein bisschen dunkel. Naja, kommt gleich wieder eine Laterne hin. 50 geht auch. Wie würde ich sagen, kommt... werden sowas von viel Lumber verbrauchen. Das macht nichts. Ich kann wieder Holz beschaffen. Machen wir eine Holzbeschaffungsmaßnahme. Ach, das ist ja... Ich bin ja doof. Das ist ja das Fertige. Hier muss das hin. Ja, so ist das. Wenn ich anfange zu bauen und dann geht es in die Teils rein, dann ist es vorbei. Lagerplatz. Kann ich das vielleicht gleich dahin lagern, wo es hingehört? Da hat er schon welche woanders hingeschmissen. Wir wollen das ja ordentlich haben.
Das ist da zwei breit, dann mache ich so, hier auch zwei. Das ist verknüpft. Oh, optischen her. Na, das dauert ganz schön lange, ne? Das wird eine Weile dauern. Der hat jetzt ordentlich zu tun hier mit den Tomaten. Ich habe ja noch nie sowas hergestellt. Dann weißt du, wie lange. Kannst du rüber haben, dann weißt du, wie lange die Zeit da ist. Dann steht dann das ja. Ja. Aber er sortiert es automatisch in die Kiste rein, da wo es hingehört. Das ist sehr wichtig. Ja. So, dann mache ich erstmal wieder Tomaten. Ich habe auch überlegt, wenn wir hier einen Pool oder sowas, was du gesagt hast mit Brunnen vorhin, ne? Wenn wir sowas bauen wollen, wie wollen wir das Wasser dahin kriegen? Da müssen wir uns noch. Aber da gibt es doch diese Rohrleitungen, ne? Aber das sind nachher Sachen, da kann man dann experimentieren. Jetzt müssen wir uns erstmal auf die Meteorbekämpfung konzentrieren. Das sind nachher Sachen. Wenn der Meteor platt ist, dann können wir uns über den Kopf machen. Genau. Dass wir das dann fertig bauen, so wie wir das wollten. Magst du dir das mal angucken hier? Gleich, ich will nur mal in meinen Wagen gucken. Nee, das, ich sag ja gleich. Ich sag ja nicht sofort. Er ist noch nicht fertig mit dem Blattgold. Ich komme. 152 sind fertig von 200. Kannst dir mal das mit den Zäunen angucken. Wie gesagt, ist noch nicht ready. Das gefällt mir schon. Aber die Ecke ist jetzt hier bedingt durch den, damit du hier das nicht so winklig hast, ne? Damit du hier die Breite hast. Man kann ja leider nicht so eine richtigen Kurven bauen hier, ne? Es soll fürs Auge sein. Ja. Und dann willst du, genau, und hier sollen denn die Laternen hin, ne? Hier kommt später extra so eine kleine Pöppels rein, nenne ich sie jetzt mal. Ich muss mal was essen gehen, ich kann nicht mehr rennen. Ja, dann wird da Zeit. Das mit dem Bagger sollten wir auch noch machen. Da hatte ich echt Bock drauf. Genau, und dann kann man hier runter. Das gefällt mir. Wolltest du hier oben nicht eine Fläche machen, wo du drehen kannst? Fällt mir gerade ein. Kommt noch. Ach so. Ja, wie ich schon sagte, das Schöne ist ja, wo ist eigentlich das Lagerfeuer geblieben? Das übrig gebliebene. Ich weiß es nicht. Das hat irgendwer weggeräumt. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass das hier drin ist. Ja, hier ist es drin. Ich leg's mir mal ins Inventar. Das Blöde ist, der Bagger kommt halt hier nicht durch die Sachen. Ja, der müsste die Straße noch breiter sein, ne? Ja, dann müssten wir das 6 breit machen. Was sagst du? Wollen wir das extra für den Bagger hier breit machen? Aber, oder sagen wir, später brauchen wir eh keinen Bagger hier? Wenn wir das 6 breit machen, können aber auch zwei Autos im Gegenverkehr fahren. Nee. Nee, reicht das nicht? Sind die noch breiter? Nee. Die sind noch breiter, ne? Ja. Da müssten wir 8 bauen, ne? Na, das könnte wieder zu fett werden. Nee, Bagger brauchen wir hier oben, glaube ich, nicht. Können wir den Bagger ja auch abbauen und wieder hinbauen. Richtig. Jo, hier oben ist das Auto halt nur wichtig. Würde ich sagen. Ja. Auto ist wichtiger. Was sagen eigentlich die Lambas? Da müsst du eigentlich fleißig sein. Das ist schön. Ich geh mal gucken. So, Blattgold ist gleich fertig, dann kann ich mich ums nächste kümmern. Oder ich könnte mich schon ums nächste kümmern. Oh ja, da ist schon wieder ordentlich was fertig. Kannst du auch sitzen, wenn du möchtest. Ist ja, na ja, ganz gut, wo es hin muss. Ach, jetzt hast du den da hingepackt. Gut. Ja, ich werde da später Erde auffüllen. Du meinst, den Zaun soll ich weitersetzen, ne? Genau. Links habe ich ja schon gesetzt, aber rechts fehlt halt ja noch. Geht eigentlich, ne? Ist nicht hässlich. Ja, wir brauchen sowieso noch mehr Lambe. Ich will ja auch noch was damit bauen. Das gefällt mir, das Holz. Das sieht schöner aus. Ich muss dann mal mit meiner Grillstelle anfangen. Mit meiner Stelle, wo man sitzen kann. Nicht Grillstelle. Ich finde, wenn wir es textbreit machen, würde es, glaube ich, nicht so schön aussehen. Nee, lass mal so. Wir können auch gleich, warte mal, wir können das Auto mal kurz holen und gucken, ob wir es mit dem Auto überhaupt durchkommen. Das müsste eigentlich gehen. Oh, schon wieder alle. Ich muss mal das Benzin rauskloppen. Der Elk, der stand eben schief hier. Da hat mein Auto umgeschmissen, der Arsch. Und wer macht die Testfahrt? Ich?
Ja, ach so. Warte, wir starten von hier unten. Genau. Jetzt steht der Bagger aber doof. Ja, für den Bagger. Hier, die Fläche wollen wir sowieso noch einebnen und voll Beton machen. Hier werden wir uns mal überlegen, dass wir die Fahrzeuge irgendwo vernünftig hinstellen, ne? Dass sie hier nicht mitten im Weg stehen und so.